Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded. Und guck mal, was hier hinten los ist. Guck mal, da hinten ist eine Wolfsspinne, die kämpft gerade. Pass auf, wir ziehen mal. Setz die mal auf. Jetzt gucken wir uns das mal an. Da musste ich euch jetzt dazu holen. Hier ist eine Wolfsspinne, die kämpft gerade mit diesen Baumwanzen. Guckt euch das an. Oh, shit. Oh, Leute, die war so knapp davor. Habt ihr das gesehen? Oh, die war so knapp davor zu sterben. Jetzt sind wir das erste Mal draufgegangen in Grounded. Ach Gott, ich dachte wirklich, die kriegen wir. So, unser Gleiter ist kaputt. Ich dachte wirklich, wir kriegen diese Wolfsspinne. Ach Mann, hey. Hätte ich mal einmal geblockt, dann hätte es funktioniert. Ach, ärgerlich. Dann hätten wir unsere Wolfsspinne gehabt, hey, das hätte jetzt richtig gut. Die war da voll am Kämpfen gerade und da dachte ich mir, ich hole euch mal dazu. War eigentlich nicht so geplant, ich war jetzt eigentlich so ein bisschen auf der Suche nach Materialien. So, da sind die wieder. Die lassen wir jetzt aber... Ach schade, ich dachte echt, ich könnte da schön was abgreifen, ne? Tastes good. Ich dachte jetzt echt, oh super, die kämpfen da miteinander. Dann kann ich da schön was abgreifen. Shit, jetzt hängt da natürlich voll mein Rucksack in der Nähe. Da ist er immer noch. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Alter, shit. Shit, jetzt ist die natürlich wieder voll regeneriert, ne? Ajo. Nee, 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 das sind diese Wanzen, guck mal. Greif die doch wieder an. Aber wir haben unsere Gasmaske wieder auf. Shit, hätte ich einen Knüppel gehabt, hätten wir die bestimmt legen können. Oh, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das entdeckt Forschungsstation, okay. Ja, jetzt machen wir hier so eigentlich eine nicht geplante Erkundungstour, eine kleine. Weil ich eigentlich noch so dachte. Oh, super. Wollen wir die probieren? Komm, wir probieren sie. So, normalerweise dürfte uns jetzt hier nichts passieren, ne? Ja. Oh, die macht auch ganz schön Schaden. Oh, wir haben die schon. Warum war es ein Gassack? Ja, und tatsächlich durch diese Gasmaske passiert uns nichts. Wie gut ist das denn? Und außenrum geht alles kaputt. Ach Gott, wie krass. Können wir jetzt hier mal in der Forschungsstation gucken? So, das können wir analysieren. Analysier mal. Ich dachte, wir könnten jetzt noch was anderes. Insektenhammer. Ja, den brauchen wir. Boah, jetzt haben wir aber hier echt... Haben wir die Smoothies? Ja, haben wir. Bin ich immer noch auf der 8. So. Habe ich unsere Rüstung an? Die habe ich auch an. Fehlt da irgendwas? Ja. Achso, nee, Gesicht, klar. Ja. Da ist noch so eine. Pfeil kommst du nicht so weit, ne? Oh, wir gucken mal. Wo ist denn die jetzt hin? Habt ihr das gesehen? Zack, weg. Das war aber, glaube ich, nicht so geplant. Zack, despawned. Warum? War hier noch irgendwas? Ne, hier war nichts mehr, ne? Zack, despawn. Gibt's doch nicht. Schade, ich bräuchte aber noch so. Eine müsste ich mindestens noch legen. Oh.
Aber wir haben doch hier noch einen leckeren Braten, oder? Ja. Mm. Hallo Marienkäfer. Wenn du gerade schon da bist, ne? Ich glaube, dann müssen wir uns halt mit dir anlegen. Es hilft nichts. Oh, oh, I forget. Die sind auch ziemlich strong. Die gehen ganz schön ab. That was refreshing. Hey, Käferlein. Shit. Guck dir das an. Okay, Leute, ich will wohl ein bisschen zu viel. Ich will heute wohl ein bisschen zu viel. Schade. Ach, Mann. Ärgere ich mich immer noch über diese Wolfsspinne. Die hätten wir fast gehabt, aber es hätte noch ein Pfeil gefehlt, hätte die uns gehört. Ärgerlich, ärgerlich. Okay. Wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben. Also, wir stellen fest, wir brauchen definitiv noch eine bessere Rüstung, aber dafür brauchen wir halt eben den Marienkäfer. Vielleicht sollte ich da ein bisschen drum rumtänzeln, ne? Vielleicht ist auch meine Angriffstechnik jetzt gerade nicht die beste. So, hier wäre übrigens die Stelle mit dem Bombardierkäfer, die ich ursprünglich gesucht hatte. Ja, geht mal weg da jetzt. Ich kann euch gerade nicht brauchen. So. Da hinten dampft es wieder. Da scheint auch so eine zu sein. Das ist natürlich, das wäre optimal, ey, wenn die sich gegenseitig anlegen würden und wir dann halt einfach den Nutzen draus ziehen. Das wäre optimal. So. Da ist er, der Marienkäfer, der ist jetzt wieder bei vollem Leben, ne? Ja. Alles klar. Maske. Oh, guck mal, die Rüstung. Junge. Alles klar, lasst uns mal in die Richtung gehen. Hier ist noch Unkraut. Bombardierkäfer. Ich würde nämlich gerne das Trockengestell fertig machen, weil ich meine gelesen zu haben, dass man auch am Trockengestell die Bärenleder herstellen kann. Was sind wir denn eigentlich hier gerade? Hier waren wir auch noch nicht, ne? Hier gibt es auch Lehm. Sag mal, gab es hier nicht irgendwo? Hier sind Disteln. Hier war doch irgendwo mal auch in so einer Pfütze noch irgendein Bereich. Irgend so ein, nicht ein Bereich, sondern irgend so ein Tier gestanden. So ein Spielzeugtier. Ist das nicht mehr? Ich laufe das jetzt gerade mal ab. Scheint nicht mehr hier zu sein. Das war auch ganz am Anfang. War hier wie so ein Spielzeugtier. Das scheint aber nicht mehr zu sein, tatsächlich. Na, lass uns mal hier hochgucken. Was haben wir denn hier? Wow! A yoked girth action figure. Hä? Ach, das ist eine Actionfigur. Nee, die haben sie ersetzt. Das ist nicht das, was ich meinte. Oh, oh Leute! Oh Leute! Oh fuck. Oh fuck. Bin ich ihm erschrocken? Leute, was ist denn das für eine Folge gerade? Oh, Hölle. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Junge, bin ich ihm. Kommt die da aus? Mein Herz. Da hinten krabbelt sie. Hier ist eine andere. Oh, Junge! Das macht mich fertig. Da ist eine Spinne links. Junge, Junge. Wo
Was sind denn hier? Ich dachte eigentlich ursprünglich, es geht mal wirklich nur ein oder zwei Wolfsspinnen, ne? Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele sind. Vor allen Dingen sind die ja giftig, also zumindest... Was ist denn hier? Guck mal. Wo sind wir denn hier? Ach, hier auf dem Weißen, okay. Was ist denn das, ein Brett, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Alter, hier ist ja alles voll. Junge, bin ich eben gerade erschrocken. Musste ich gerade mal schauen, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Und ob ich eben beim Erschrecken versehentlich auf den Knopf gekommen bin. Hier ist alles möglich. Boah. Ah, nee, da gehen wir jetzt nicht runter. Wobei es hier schön ist. So Leute, was ich nach Möglichkeit jetzt nochmal machen würde gerne, wäre so ein Bombardierkäfer. Wenn ich denn noch wüsste, wo er war. Weil der Garten ist eigentlich nicht so groß, aber ich finde mich schon wieder absolut nicht zurecht. Ach, hier ist die Maschine, guck hin. Junge, bin ich immer erschrocken. Mein Herz klopft immer noch. Mein Herz klopft immer noch. So, sag mal, hier hatte ich doch eigentlich ursprünglich aber auch noch Materialchen liegen, oder? Oder ist es jetzt irgendwann despawned? Ich glaube tatsächlich, das ist despawned. Aber die Löwenzahngeschichten sind wieder da. Dann lasst uns hier nur noch gleich ein bisschen Material mitnehmen, Leute. Beziehungsweise lasst uns... Immer feste drauf, komm. Die Sachen sind nämlich nachgewachsen. Jetzt weiß ich bloß nicht, in welchen Abständen die nachwachsen. Die Ameise fragt sich jetzt auch, was macht denn der da? Entschuldigen Sie bitte, was machen Sie denn da? Hör auf, den Wald kaputt zu machen. Zack. So. Und dass ihr das jetzt auch mal seht, wie ich das dann hier handhabe. Hier ist mein allgemeiner Sammelplatz. Zack und zack. Dann nehmen wir natürlich die auch mit. Da brauchen wir jetzt eh gerade. Dann haben wir hier... Ach, das ist trockenes Gras. Okay. So, dann legen wir uns... Das war's nicht. Hier liegt der Sammelplatz. Zack. Hier hinten haben wir Material. Jawohl. Ist das alles? Kommt ein bisschen wenig bei rum mittlerweile bei den Löwenzahn-Dingern, finde ich, oder? Da kommt mir das nur so vor. Naja, wie dem auch sei. Also den Kram fälle ich dann hier immer Drachen vor in die Base. Hier, die Sachen sind auch schon wieder nachgewachsen. Die Unkrautstängel, die kann ich dann auch wieder fällen. Das ist super. Ich muss nur mal gucken, in welchem Zeitabstand die Sachen nachspawnen, ne? Und man kann ich die Geschichte eigentlich auch... Auf X kann ich es wiederverwerten. Ja, guck hin. Alles klar. Braucht ja keiner mehr hier, ne? Okay, Leute, lasst uns mal zurückgehen. Da wurschteln wir noch ein kleines bisschen an der Base, würde ich sagen. Mein Gott, bin ich erschrocken. Kam die da von links, ey? Und ich hasse es ja, wie die Pest, wenn ich mich erschrecke, ne? Der ein oder andere von euch weiß es vielleicht. Ich hasse es wie die Pest. Puh, alles klar. So. Naja, aber bis auf die Vogelspinne, will ich die ganze Zeit sagen. Bis auf die Wolfsspinne, die sich die ganze Zeit hier ab und zu mal hier dran vorbeidrückt, scheint unsere Base relativ sicher zu sein. Und wenn die dann halt auch hier zu ist, ne, dann haben wir ja eh keinen Schmerz mehr damit. Okay. Lasst uns mal schauen. Wie sieht es denn aus im Inventar? Das können wir reparieren. Oh, die müssen wir... Was brauchen wir denn da? Fliegenpelz. Für die Geschichte. Nee, du sollst dich nicht bewegen. So, unser Inventar voll. Ja. Leute, wir brauchen mehr Kisten. Es hilft nichts.
Kleeblatt, Eichenschalen, Saft. Kleeblatt. So, eine davon können wir ausrüsten. Zack, dann haben wir die wieder drin. Eichelschalen, wo sind denn? Hier sind die Eichelschalen. Und jetzt brauchen wir noch Saft. Ja. Wie Saft war es denn? 3, genau. Perfekt. Okay, also da muss ich jetzt dann mal anfangen, hier ein bisschen zu sortieren. Es hilft ja alles nichts. Ich schmeiß jetzt hier einfach mal alles rein, was wir hier so haben. Dass ich hier mal wieder ein freies Inventar habe. Sehr schön. Okay. Also. Wir müssen die Geschichte reparieren. Das machen wir jetzt auch. Da haben wir das schon mal. Dann brauchen wir die Axt. Dann brauchen wir unser Werkzeug. Das sieht aber alles noch gut aus. Die nehmen wir mal zur Sicherheit mit, weil ich es nicht weiß. Ah ne, die brauchen wir dann eigentlich nicht zwingend. Unseren Bogen würde ich gerne mal noch reparieren. Brauchen wir nur 2 Seile, okay. Die Sachen müssen wir auch schon wieder reparieren. Wir brauchen eine stärkere Rüstung. Okay, wir brauchen Seile. So viel steht fest. Das machen wir jetzt noch gemütlich zusammen, Leute. So, wir hatten doch hier massig, ich wollte schon sagen, massig von dem Kram. So. Was kann denn eigentlich der Käfergummi? Wollen wir da mal einen herstellen? Sprungnetz. Oh, wie geil ist das denn? Ein Sprungnetz. Der Hammer. So. Geil. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wo habe ich denn das jetzt? Wo habe ich denn jetzt die... Habe ich das jetzt weggeschmissen? Och nee, wo habe ich denn... Ich glaube, ich habe die Dinger jetzt weggepfeffert, oder? Nee, da sind sie. Die rübergeräumt, Gott sei Dank. So. Dann haben wir die Rüstung wieder. Sehr schön. Dann haben wir hier unsere Ameisenrüstung. Wunderbar. Hier ist Essen. Ja, das muss ich dann jetzt unbedingt mal sortieren. Es hilft ja alles nichts. Das werde ich jetzt dann auch machen. Sonst drehe ich hier selbst durch, wenn ich da keine Ordnung drin habe. Die Frage ist halt nur, was brauchen wir für die Leuchten? Passt auf, Saft, trockener Grasbrocken und Sprössling. Das holen wir uns jetzt noch. Saft haben wir ja genug, wobei wir hier ja auch kriegen. Komm, das holen wir uns gleich mal ab. Da haben wir ja, ich würde fast sagen, Leute, dass wir hier hieran so einen Saftfänger machen. Das müsste doch hier funktionieren, oder? Und hier kommt ja ordentlich Saft bei rum. Und wenn wir den hier hinhängen, das könnten wir ja eigentlich schon mal machen. Nützliches Sprungnetz. Ein Trampolin. Wie gut ist das denn? Käfergummi und Sprösslinge. Super. Saftfänger, den hätte ich gerne hier. Kann ich den hier dran machen? Nee, geht nicht. Lass mal von der anderen Seite probieren. Ich eigne mir jetzt hier auch schon wieder einen Weg an, wo ich genau weiß, dass der wahrscheinlich nicht funktioniert. Also hier geht's schon mal nicht. Geht der hier nicht dran? Ach, schade. Geht hier gar nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir da einen Saftfänger dran machen können. Ich dachte jetzt eigentlich, weil hier ja immer so viel Saft ist, dass wir hier einen Saftfänger dran machen können. Müssen wir nochmal woanders versuchen, wo der funktionieren würde. So, trockenes Gras brauchen wir, haben wir gesagt. Auf der 3 haben wir die. Einmal dagegen.
zack, zack, zack. So, und dann brauchen wir noch Sprösslinge. Hier haben wir die. Wetten, dass jetzt hier natürlich keine sind. Die ganze Zeit wachsen sie hier wie blöd. Doch, da sind welche. Da noch hin. Na ja, genau, hier wachsen auch immer zwei. Sehr schön. Und jetzt müsste das ja eigentlich reichen, um da unten mal so eine... Oh, schön. Schön. Wir brauchen noch etwas trockenes Gras. Ach Gott, ist das schön. Mit der Beleuchtung. Oh, da können wir uns ja unsere Bude richtig schön machen. Das ist ja auch mein Plan. So, trockenes Gras. Natürlich ist jetzt hier wieder nichts, ne? Nichts. Ich wollte jetzt eigentlich nicht kilometerweit laufen, um noch ein bisschen trockenes Gras abzustauben. Hier sind Pilze. Und da wir ja ein bisschen an... Da ist doch trockenes Gras. So. Dann holen wir uns das noch ab. So ein Kiesel? Ne, den haben wir aber schon analysiert, ne? Mal dahin. Das noch. Das nehmen wir uns mal mit. Alles klar. Hui! Das ist so schön gemacht. Es ist so schön gemacht. So. Aber ich werde jetzt gucken, dass ich mich nachts... Es ist gerade nachgespawnt. Es ist gerade nachgespawnt. Ja, ich werde jetzt gucken, dass ich mich nachts aber irgendwie so ein bisschen zu Hause aufhalte. Also, dass wir die Nächte dann tatsächlich pennen. Weil ich habe jetzt echt ein bisschen Schiss vor dieser Spinne. So, und die da hinten bauen wir jetzt auch noch. Schön, Leute, guckt euch das an. Und wenn man jetzt noch, ne? Wollen wir das probehalber mal machen? Das finde ich jetzt echt schade, dass ich jetzt hier... Lässt es mich hier nicht hinbauen. Ich weiß nicht warum. Warum darf ich denn... Hier darf ich es hinbauen. Bloß da nicht. Weil wenn man das jetzt machen könnte... Pass mal auf, ich probiere jetzt gerade mal was. Das hier hin. Und... halber Grasbrot. Komischerweise würde er mich das jetzt hier so oben drauf machen lassen. Das würde gehen. Aber dann ist denn... Dann komme ich ja an die hinteren Sachen nicht dran. Oder aber... Pass auf, ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. Das... Ja. So, noch ein halber Grasboden. So, und jetzt hier dann. Engelwand. Und hier. Aber dann kommt ja oben drauf die Decke. Ne? Dann müssten wir die Decke höher machen. Schade. Weil ich glaube, dass das richtig gut aussehen wird, wenn das hier so unten durchscheint. Oder wir bauen halt hier. Das werden wir auch machen, Leute. Wir bauen hier keine Tür hin. Wir bauen hier komplett zu. Mit einer Stängelwand. Machen die einzige Tür hier. Und dann... Dann sollte das doch hier funktionieren. Halber Grasboden. Wobei, dann könnten wir auch hier auch einen ganzen Grasboden nehmen. Und dann hier nochmal eine Stängelwand. Wo ist das jetzt richtig rum?
So, und da dann eine Treppe dran. Ich glaube, das könnte so gut aussehen, Leute. Ich glaube, das könnten wir so machen. Dann hätten wir unten so eine indirekte Beleuchtung. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt hier mit diesen Fackeln da hinten dran. Das möchte ich auf jeden Fall sehen, wie das aussieht, Leute. Dann hätten wir hier so eine indirekte Beleuchtung und dann könnten wir ja... Komm, lasst uns das noch fix machen. Das will ich jetzt wissen, wie das aussieht. Eine Grastreppe? Kriege ich die... Ah, die wird zu hoch, ne? Shit. Die kriege ich auch nicht anders gedreht. Die kriege ich auch nicht weiter runter. Die macht der mir dann... Ja, oder aber... Pass mal auf, oder aber... Wir machen natürlich hier den Aufgang hin. Hier hoch. Das könnten wir auch machen. Haben wir da einen Versatz drin? Ich probier das gerade mal. Das würde gehen. Das würde gehen, aber ich glaube, dann komme ich nicht mehr an die Kisten hinten dran. Dann müsste ich die Kisten anders einsortieren. Hm. Naja, wir schauen es uns an, Leute. Also, vielen lieben Dank fürs Dabeisein heute. War ein bisschen eine verplante Folge dadurch, dass ich das mit der Spinne anders geplant hatte. Aber ich guck mal, ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein kleines bisschen Material ranholen. Wir werden dann in den nächsten Folgen noch bauen. Wir werden noch den Dschungeltempel nochmal angehen. Dann werden wir ziemlich zu Burgle neue Sachen holen, gucken, was wir uns für die Science-Geschichten kaufen können. Da kommen sicherlich noch neue Bauelemente dazu, bin ich sehr gespannt drauf. Also, vielen lieben Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.